Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Daisy Standalone Aufnahme. Diese Aufnahme ist schon ein bisschen älter, also nicht wundern, warum der Typ, den ihr später sehen werdet, so viel App 4 Sachen hat. Und ja, es wird Folgendes passieren. Tobi und ich sind auf dem Weg zur Military Base und da geschieht etwas Unfassbares, und zwar werden wir auf einmal von einem Bandit abgeschossen. Und wie und was wir genau da machen werden, werdet ihr halt jetzt in diesem Video sehen. Damit wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ich hab letztes Mal was Geiles. Was ist das links, Frau, Tobi? Das ist die Military Base. Hab ich auch gerade gesehen. Genau in dem Moment, wo du sind wir da hingehen? Kopf gehen, also. Ich glaube, warum? Jobbt, also. Wir müssen links aufpassen. Da, wo der Stein ist. Warum? Weil da Leute immer campen. Ich glaube nicht, also wenn ich Leute auf dem Server. Es ist voll lustig, ne? Es sind gerade mal drei Clans halt drauf irgendwie. Also mit uns vier Clans. Mhm. Und sonst sind eigentlich nur einzelne Spieler, verstehst du? Ja, die einzelnen Spieler können auch zusammen spielen eigentlich. Ja, ich weiß es, aber trotzdem. Warum heißt du eigentlich PC? Weil es übernimmt den Namen von deinem Computer. Habe ich auch erst gleich. Ich habe erst gedacht, ich heiße PC oder so. Hab's aber nicht geändert, ich hab's vergessen. Hey, du hieß doch mal den gerade. Ja, aber ich hab doch neu. Ich hab doch neuen PC. Ja, kannst du auch ändern den Namen. Hast du neuen PC oder was? Ist naja, neuer Ding halt. Aufgesetzt. Neuer Prozessor. Neu aufgesetzt. Oh. Toll, es geht hier. Okay, ich glaube, ich spür voll. Auch über der Hauptstraße entlang. Links ist niemand, ne, Marco? Das sehe ich von hier aus nicht. Du bist gerade der Frontschütze, denn SKS. Okay. Da ist ein Spieler! Da ist ein Spieler hinter uns im Gebüsch! Lauf weg, lauf das weg, lauf weg! Ja, 100 pro M4 oder sowas. Oh. Ja, ich werd angeschossen, Ich bin getroffen, Alter Tobi, ne? Ich hab den durch Zufall nur gesehen. Bist du bei mir? Gefunden. Ich hab's getötet. Ja, ja. Lass abhauen erstmal. Der ist hinter uns im Gebüsch, hast du ihn gesehen, wo er ist? Nee, ich weiß nicht, wo die Schüsse kommen. Lass abhauen. Boah, Alter, ich dachte, er ist so scheiße, was ist das da jetzt? Komm weiter, hey, mit, wir überlaufen ihn. Wie macht man das jetzt mit dem Tier? Ich hab jetzt eins getötet, ja. So ein... Nein, er hat nur dich angeschossen. Er folgt uns, glaube ich, oder? Weiß ich nicht, wir laufen jetzt erstmal hier weiter. Fladdy, du brauchst, um ein Tier aufzuschneiden, auch ein Messer, ne? Scheiße. Warte erstmal, jetzt lass uns hingehen irgendwo. Ja, die Frage ist, wo? Ich brauche diesen Tannenzweig. Ich weiß nicht, wo der war. Der war hinter uns in dieser Buschreihe, war der. Da kann ich von hier aus, glaube ich, sehen. Ja, was hat denn der da gemacht? Der hat gecampt. Oder gespottet, keine Ahnung. Spottet, glaube ich, eher. Ich weiß aber nicht, ob der alleine ist, ne? Das ist das Problem. Das kann ja ein Kollege geben. Er allein ist, nicht. Wir gehen jetzt an die Mauer hin. Der war alleine. Ich würde rechts oben gehen und ich könnte ihn locker wegsnipern. Spot okay, dann gehst du rechts hoch und ich gehe links an die Mauer, okay? Ich gehe links an die Mauer in das Gebiet rein und dann schaue ich von dort aus, okay? Okay. Rechts ist wieder ein Tier, aber das ist mir gerade scheißegal. Boah, ich hoffe, da ist keiner auf dem Berg. Kann es sein, dass ihr irgendwie vom ganz Clan getreten seid? Ist doch cool. Ja, was dann? Und zu dritt und geben euch. Ja, so sollten wir uns gehen, da geben wir ihnen halt. Tobi, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass der reingerannt ist. Aber der stand da, ne? Ich guck mich auf einmal um mich und auf einmal stand der da mit der M4 rum. Ich dachte erst, du kannst ja, das nicht sein, weil du warst da vor mir. Die Türen sind offen. Dann ist da noch ein Kollege und der wartet wahrscheinlich da. Pass auf. Oder vielleicht ist er auch bei mir. Ich bin an den äußeren Mauern. Ja. Ich bin jetzt halt leichte Beute für die, wenn ich mich sehe. Okay. Wenn die mich jetzt erzählen, wenn wir irgendwo drin campen, bin ich halt tot, ist ja klar, ne? Ja. Alter. Also echt, genau, wo der drin war. Du weißt nicht, wie ich mich erschrocken hab, ne? Also warte, ich kann mal gucken, ob dieses Tor vorne offen ist, wo er reinkommt. Nein, da ist es zu, deswegen wollte ich ja reinrennen, das war das Problem, ich dachte, ich sterbe jetzt.
Also ich glaube, der steht da nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe. Und spielen die überhaupt noch? Ja. Nur Zeit. Ich glaube 18.21 Uhr oder so. Marco, bei mir 19 ist Uhr. Hey, also um 19 ich kann ja nicht weiter. Schon. Ich geh jetzt in die Mauern rein. Warte, ist. Oder doch, um 9 zocken die. Der ist 100 pro bei dir irgendwo, Tobi, ne? Nice. Die FIFA-App ist richtig geil für ein Handy. Was der Unterschied ist, dass ich bin ja, dass er eine M4 hat, ne? Ja. Der hat einen Motorradhelm auf, ne? Wenn du ihn siehst, also. Weiß Bescheid. Oh, lol, Marco, ich hab das gefunden, so eine Weide, wie du gesagt hast, mit so vielen Tieren. Marco, ich bin jetzt innen drin, ne? Weil die bringen mir eh nichts. Bist du durch das Tor gelaufen? Nee, ich bin hinten durch so eine Mauerlücke gegangen. Okay, dann guck ich mal, ob das Tor offen ist. Ich bin jetzt genau auf der Mauer, wo wir angeschossen worden sind. Die Tore sind beide zu. Das heißt, er kommt entweder durch den Vordereingang Richtung Weide oder den Eingang Richtung Wald. Okay, jetzt halt, lass uns erstmal wieder treffen. Nein. Ich muss hier bleiben. Ich kann von hier aus, könnte ich den locker wegsnipen, wenn ich den sehe. Wir müssen halt jetzt eben... Ja, wo soll ich denn jetzt hingehen? Das... Ich bin jetzt halt innen drin, ne? Und außen rauslaufen ist nicht so klug, wenn der irgendwo drin kämpft. Wo bist denn du? Ich bin auf dem Berg. Okay. Wo genau? Bei dem Stein. Warte mal. Kannst du da auch spotten? Was? Kannst du gut spotten da? Ja, ich kann da hingucken, wo er stand. Dann kann ich zu den beiden blauen. Okay, da ist er nicht mehr, ne? Soweit ich weiß, nicht. Aber ich kann doch nicht alles zu 100%ig sehen. Oh fuck, jetzt stehe ich auf dem Berg. Jetzt kann man mich übelst gut sehen, egal. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll, ne? Ich bin jetzt halt da innen dran. Aber der hat er dich getroffen gehabt? Ja. Zweimal. Oh, ist irgendwas kaputt bei dir? Nein, gar nichts. Vielleicht die Schuhe. Nur die Hose ist ein bisschen damaged. Das sieht man auch, dass die damaged Lol, ist. Aber. Okay, hier ist die Hauptstraße. Leute, hier gibt es jetzt zwei Wege. Über die Brücke oder dort lang. Geht mal kurz ins Military-Gebäude rein, okay? Mhm. Und schauen mal, ob ich da ein bisschen mehr sehen kann. Marco, hier gibt es zwei Wege, wo soll ich lang? Marco, ich glaube ehrlich gesagt... Oh, Flady, warte bitte. Zu welchen Situationen muss ich mich mal konzentrieren? Ich glaube, der ist abgehauen, weil er Angst hat, ehrlich gesagt. Konzentration. Warte mal, jetzt kann ich perfekt dahin gucken, aber... Glaube ich. War nicht ganz. Bist du in der Military Base drin? Ja. Oben? Ja. Okay, ich sehe dich. Wo bist du? Ah, da ist ein Tier. Wenn du genau? bei der oberen Etage rausguckst, Richtung Berg, da liege ich unter so einer Tanne. Dich zu festigen, dann am Weg am Rucksack auf. Okay. Ich hab dich sofort gesehen, sobald ich hingekommen bin. Da ist echt die Frage, was soll ich machen, ne? Ja. Oder willst du erstmal da drin bleiben? Ich spotte noch nur ein bisschen. Kannst du auf meinen Eingang schauen? Von der Military Base. Ja. Wie soll ich das machen? Ich bin auf dem Rücken von der Military Base. Der Grund. Ich kann auf die blauen Tore nur schauen. Das Problem ist, wenn er zu mir hochkommt, ne, bin ich sogar am Arsch. Marco, der ist abgehauen. Ich glaube, ich laufe jetzt mal zu dir, okay? Dann laufen wir. Warte mal, hier kann ich noch besser zu ihm hingucken, warte. Ja, der ist sicher weggegangen. Der hatte Schiss. Ja, das kann gut sein. Der war da alleine, ist vielleicht gerade gekommen. Also ich komme zu dir wieder, okay? Aber lauf ein bisschen außen rum, nicht direkt drüber. Der ist wahrscheinlich Richtung Airfit gelaufen. Ich glaube, der kommt vom Airfit. Das ist ärgerlich.
Da läuft er! Wo? Auf dem Pfad. Richtung? Blaues Tor. Da läuft er. Ich schlage ihn hier. Lol. Da läuft er. Warte. Du meinst das Tor, wo ich war? Ach da, ich seh ihn. Grün Rucksack, ne? Ja. Er läuft außen rum. Oder? Ich bin hinter ihm. Warte, ich seh ihn. Soll ich ihn probieren abzuschießen? Warte. Er muss... Warte, Tobi, nicht schießen. Er zieht auf dich, glaube ich. Er steht im Gebüsch drin. Er schießt. Warte. Der hat mich eigentlich sehr wahrscheinlich. Ich glaube, hab ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ihn getroffen, er blutet, oder? Ich müsste weit von mir weg. Er leckt. Markus, siehst du mich im Gebüsch? Er ist jetzt an der Mauer, Tobi. Richtung offenen Feld an der Mauer ist er. Ich weiß, ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen habe. An dem blauen Tor? Ja, rechts am blauen Tor an der Mauer. An dem Baum da. Dahinter ist er irgendwo. Hey. Ich glaube, er läuft außenrum. Du musst ihn probieren zu flankieren. Ich kann gerade nicht, Mama. Es geht gerade nicht jetzt. Pass auf, der ist irgendwo dahinter. Oh, ich höre ihn. Ich habe ihn gestört. Stöhnen hören. Da habe ich ihn getroffen, oder? Der ist hier irgendwo. Der ist links an dir. Da hinter der Mauer ist der direkt. Geht da nicht? Nein? Dann ist er außen rum. Ich sehe den Busch. Oder? Ist es der im Busch? Der ist da 100 Pro. Da ist er nirgends. Dann ist er außen rum gelatscht. Oder irgendwo im Busch, pass auf. Ich würde nicht um die Ecke gehen. Ich gehe mal in das Militärgebäude rein, oder? Ja, dann kannst du von außen spotten. Hast du auch wirklich geguckt, ob er nicht im Busch ist oder so? Ja. Ich höre ihn stöhnen, der muss hier sein. Dann ist er irgendwo im Busch. Dann habe ich ihn aber auch getroffen. Nein, ich kann jetzt nicht die Tür aufmachen, wenn das Schild. Das ist wichtig. Ich kann grad nicht! Boah. Da ist er. Ich sehe ihn, er ist direkt neben mir. Ich sehe ihn, er ist direkt neben mir an der Mauer. Könnte ich ihn anschießen vom Berg aus? Nein, er ist. Er leckt, Mann. Ja, er hat auch übelst geleckt. Direkt neben der Mauer, wo? Ich glaub, der klettert unten durch. Ja? Ich sehe dich. Stehst du gerade genau vor ihm? Ich weiß nicht mehr, jetzt sehe ich ihn. Er ist in so Winkel, ich sehe ihn nicht mehr. Du musst an die Mauer schauen. Der ist weiter vorne jetzt. Du, ich hab eine Idee. Du läufst. Schau das, wenn ich an der Mauer. Du läufst auf der anderen Seite an der Mauer entlang. Das heißt, ich seh ihn, er guckt um die Mauer. Warte. Ich glaube, ich kann warte, ihn. Warte. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab. Er war an der Ecke, war er. Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab oder nicht. Musst du gucken. Ja, da ist er. Warte. Hab ich ihn getroffen? Jetzt ist er tot. Nice. Hab ich ihn an Conscious geschossen? Ich weiß es nicht. Lag der da oder was war da? Ich ja, has no pulse. Okay, er ist tot. Lag er da auf dem Boden? Ja, er lag. Nice, hab ich ihn getroffen. Boah. Tobi, beste Teamarbeit, sag ich nur. Da kam aber, der hat eine Taktik-Weste gehabt. Der Schutz-Weste gehabt. Tobi? Deswegen hat er vielleicht den Schutz ausgehabt. Du kommst auf YouTube. Oh. Alter. Ich verstecke ihn mal. Warte, okay. Ich war mal schon. Da ist nichts drin, alles rings. Trotzdem will ich mal gucken, was hatte der so? Die haben mich komplett zerstört. Wow. Ja, okay. Was passiert, wenn du mich anschießt? Warum schießt der jetzt noch mehr? Weil das verdient hat, der hat meine Hose zerstört. Ui. Jetzt habe ich fast keine SKS-Muni mehr. Okay, wo bist du? Warte, hier im Baum. Der war richtig schlecht, sag ich dir, weil der hat am Ende nicht mehr über die Mauer geguckt. Ha,
Aber guck mal, er war richtig schlecht. Er wusste ja, dass ich vom Sniperberg aus schieße und guckt trotzdem um die Mauer. Ja, da haben wir beide den Bandit aka Camper oder wie auch immer erledigt. Und ja, ich muss sagen, die Teamarbeit ist jetzt eigentlich, ja, durch Glück gut gelungen, denn ich habe schon selber gemerkt, dass ich Tobi manchmal keine richtige Antwort gegeben habe und er da ein bisschen überfordert war und nicht wusste, was er machen sollte. Aber auf jeden Fall, ja, haben wir es noch zusammen hinbekommen und da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem weiteren DayZ-Video oder einem anderen Video wieder. Haut rein. Ciao.